Würdest du das Fleisch auch essen, wenn du das Tier selbst töten müsstest? Die Fragestellung habe ich im vergangenen Schuljahr erst das erste Mal gehört und mich dann damit auseinandergesetzt. Nicht, weil ich Fleisch esse, weil ich bin ja seit fast 4 Jahren jetzt Vegetarierin. Aber wir haben, und das war so komisch, an einem Tag, also an demselben Tag, in 2 verschiedene Fächer die Frage gestellt gekriegt. Das war irgendwie voll so ein Zufall. Nämlich als erster in Volkswirtschaft und dann noch in Religion. Wie ich die Fragestellung das erste Mal gehört habe, da war ich irgendwie ein bisschen baff, weil ich habe mir so gedacht, stimmt eigentlich, also was denken sie jetzt die Leute, die Fleisch essen und was würden die jetzt darauf antworten? Was wird wahrscheinlich die Mehrheit darauf antworten? Und das ist jetzt meine Meinung, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass so viel weniger Leute Fleisch essen würden, wenn sie das Tier selber umbringen müssten, das zu einem Fleisch kämen. Und ja, ich finde das einfach halt nur traurig, weil es gibt ja so Leute, die ja argumentieren, wann sie Fleisch essen und warum sie Fleisch essen und warum das wichtig ist und gesund und so. Die sagen dann auch oft, ja, früher haben sie das ja auch getan, das machen die Menschen ja schon immer. Ja, schon. Aber früher haben sie es auch noch selber erlegt und selber gehäutet und gegrillt und also die haben sich das selber erarbeitet, weil sie sonst auch verhungert waren. Also das kannst du halt überhaupt nicht mit dem heutigen Zeitalter vergleichen und auch nicht angesichts der ganzen Möglichkeiten und Alternativen, die was wir haben. Ja, aber wirklich, also die Frage ist mir seitdem irgendwie nicht mehr so ganz aus dem Kopf gegangen. Und ich habe auch von Anfang an gewusst, zu dem Thema mache ich ein YouTube-Video, weil ich es einfach so spannend finde. Und ihr könnt mir jetzt auch voll gern in die Kommentare schreiben, was eure Antwort auf die Frage war. Also pausiert bitte das Video, im Ernst jetzt, und schreibt eure Meinung, Begründung, Antwort in die Kommentare. Ich würde echt gern die Meinung von den Leuten, die sich das Video gerade anschauen, hören. Ja, weil halt mich selber die Frage so fasziniert und ich habe halt wirklich davor noch nie über das nachgedacht und auf einmal stellen uns da 2 verschiedene Lehrer am gleichen Tag die genau selbe Frage, weil es ist ja so, dass der Mensch die meisten Menschen das Privileg haben, wir gehen einfach in Supermarkt und das ist schon alles fertig abpackt und so. Man muss das nur mal auspacken und auf den Griller hauen oder in die Pfanne. Und ja, das ist genau auch das Problem, weil einfach die meisten Menschen nicht einmal drüber nachdenken, beziehungsweise sie das gar nicht interessiert, wo das eigentlich herkommt. Ja, auch wie das Tier gehalten worden ist, ob das jetzt einen, sag ich mal, angemessenen Tod gehabt hat, also keine Ahnung, wie ich das am besten ausdrücken sollte, oder halt, ob es genau das Gegenteil war, so, also dass unter völlig unwürdige Bedingungen erstens mal gelebt hat und dann auch gestorben ist, sterben hat müssen, also getötet worden ist vom Menschen. Weil ja, es gibt ja beides, aber in der Industrie, also ich bin mir echt ziemlich sicher, dass das Negative überwiegt, weil es einfach nur für die Produzenten um den Profit geht. Und ja, weil die Menschen einfach auch so dumm sind und alles, was nicht nied- und nagelfest ist oder in dem Fall schon tot ist und nicht mehr wegrennen kann, das nehmen die Menschen und dann nehmen sie auch einen sehr hohen Preis dafür in Kauf, seitens der Tiere natürlich. Das ist eh wieder ein ganz anderes Thema jetzt mit dem die ganzen Antibiotika und so, wo es dann im Fleisch meistens drinnen ist. Wo es eben, also für mich persönlich auch der Grund war, warum ich wirklich vegetarisch geworden bin. Also unter anderem. Aber auch so eben, ja, Massentierhaltung, dass sie die Schweine, weil die so eng zusammengepfercht sind, die Schwänze gegenseitig abbeißen. Weiß ich nicht, es gibt so viele Beispiele, auch bei den Hühnern zum Beispiel, ganz arg, wenn man da schon mal öfter Dokus gesehen hat oder Videos, wie arg die zusammengepfercht sind teilweise. Die können sich ja nicht einmal bewegen, aber ja, müssen halt Eier legen und werden da mit Antibiotika etc. zugedröhnt. Nur, dass sie halt keine Krankheit kriegen, weil wenn eins eine Krankheit kriegt und das die anderen alle anstecken, dann ist das nicht so gut.
Und ja, im schlimmsten Fall sterben die ganzen Viecher dann auch. Und was hat denn dann der Produzent, der Bauer davon? Es geht ja wirklich nur um den Profit. Und ja, ist klar, Bauern müssen auch irgendwie überleben. Aber also so solche Bauern, die Massentierhaltung betreiben, die die Tiere alles andere als artgerecht halten, die sind, also na, das ist echt unter aller Sau, also wirklich, hahaha. Es gibt schon, also hoffe ich jetzt mal, nur einige Betriebe am Land vor allem wahrscheinlich, die ernere, sag ich mal, 5, 6, 7 Kühe haben und die dann auch genau wissen, woher einer Milch kommt. Und es gibt also natürlich mehr Leute, die sogar einfach nur Hähne haben, weil die sind leichter zum Halten und da musst du nicht viel Kinder, wenn du ein paar Hähne hältst. Aber da ist dann auch so, also du, wenn die Sachen bei dir selber produziert werden und du darüber entscheiden kannst, dass da jetzt eben zum Beispiel keine giftigen Stoffe drin sind, keine Antibiotika und so, weil du weißt ja dann genau, wo du deine Viecher gibst und wie viel Platz die haben und ob die in Angst leben mit den ganzen Stresshormonen dann, die was ja dann auch im Fleisch drin sind und der Mensch das dann auch isst und so. Also das kann man eigentlich da alles selber steuern und kontrollieren. Also das wäre ja eh wunderbar, wenn das jeder so machen würde, dass jeder einfach seine eigenen Tiere hat, deren Produkte er halt konsumieren möchte. Zum Beispiel, ich glaube, die meisten Leute essen Eier, das heißt, da müsste eigentlich fast jeder Hähner haben. Gibt heutzutage schon viel Vegetarier, das heißt, ja, eigentlich, die würden wahrscheinlich dann Kühe nur halten für die Milch. Was ich am Land nur cool finde, ist, dass wir haben auch Bekannte, die was Hähner haben, da wo man wirklich weiß, die Tiere geht es dort gut, die haben das schönste Leben. Dass man sie dann von denen direkt die Produkte holen kann, da braucht man dann keine Angst haben, dass man verarscht wird, wenn zum Beispiel irgendwo im Geschäft Bio draufsteht, obwohl es gar nicht Bio ist, aber woher sollte das der Konsument denn wissen? Oder Freilandhaltung, obwohl es vielleicht ganz was anderes war. Wie gesagt, Massentierhaltung, solche Sachen. Und es gibt ja auch verschiedene Kriterien für die verschiedenen Kategorien, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel, was Bio betrifft, das müssen wir dann googeln, aber da gibt es halt so Vorgaben. So und so viel von dem darf da drin sein oder so und so viel Düngemittel dürfen verwendet werden. Bis dahin, also dann ist es nur Bio, dann darfst du es nur als Bio labeln, ansonsten nicht. Aber da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das so genau eingehalten wird immer, weil es kann ja nicht alles kontrolliert werden, was auf dem Markt ist, weil ich meine, es ist so ein Überangebot an Lebensmitteln da, das ist echt so gestört und einfach, wie gesagt, die Menschen schätzen das nicht einmal nur. Wobei es dann andere Leute gibt, die verhungern und wir hauen da Tonnen an Lebensmitteln weg. Wenn man mal über das nachdenkt, das ist halt auch eben sowas, was mich so aufregt und einfach nur richtig traurig ist. Kein Fleisch essen, dass Leute sagen, das würden sie niemals machen und oh mein Gott, das schaffe ich ja nicht, weil ja, ich konnte da nie drauf verzichten. Das ist einfach, Entschuldigung, Bullshit in meinen Augen. Ich meine, vielleicht sage ich das jetzt so leicht, weil ich ja vegetarisch lebe, aber nein, weil ich meine, dann hätte es ja ich auch nicht geschafft und dann hätte ich es nicht jetzt 4 Jahre schon durchgezogen, wenn es so schwierig war. Aber man muss halt einfach mal an die Tiere auch denken oder eigentlich an sein eigenes Wohl, weil es geht eh auch darum, die Chemikalien und Stoffe, die was dann du in deinem Körper hast, wegen dem Fleisch und die Hormone und so. Also ich meine, ja, eigentlich muss eh jeder für sich selber wissen, aber man kann ja trotzdem ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und die Leute informieren. Ich meine, die ganz Eingefleischten, warum gibt es eigentlich so viele Wortspiele mit Sau und Fleisch und so? Das ist echt komisch. Aber halt, ja, die solche Leute, die werden sie eh nie davon überzeugen lassen. Weil ich weiß ja auch nicht, was die denken, dass die dann sterben, wenn sie kein Fleisch mehr essen, dass dann sie ein Gehirn zurückbildet. Es gibt auch viele Leute, die sagen, ja, es ist unverzichtbar für Sportler, für Leute, die Muckis aufbauen. Und es ist sowas von
nicht wahr. Weil es gibt so viele Veganer, die was auch Bodybuilder sind und so. Also die was, die wirklich auch auskennen mit so Muskeln und Sport und das alles. Ich sag nur Pauls gesunde Küche, der zum Beispiel. Also wenn sich den mal anschaut, wie der gebaut ist, dann kann es wahrscheinlich nicht daran liegen, dass er so viel Fleisch isst, weil er ist vegan. Man kann es nur selber in die Hand nehmen und für sich selber Entscheidungen treffen, die man selber vertreten kann, moralisch, und die einfach für einen selber passen. Die anderen kann man eh nicht verändern. Das zu dem, also das ist jetzt alles aus dem einen Satz entstanden, das ganze Video. Ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich oder halt informativ. Und ja, nur einmal, würdest du das Fleisch auch essen, wenn du das Tier selber umbringen müsstest? Wenn du ein Putenschnitzel wüsst und vorher mal das Händel fangen müsstest, dann köpfen, dann einmal rupfen und ja, dann weiß ich nicht, was man dann nur so tut, keine Ahnung, aber halt das alles, bis das halt dann das sticky Putenfleisch auf deinem Teller liegt oder in der Pfanne brutzelt. Weiß ich nicht. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao.